Hallo, heute ist der 19.11. und eigentlich wollte ich dieses Video in Dresden drehen, weil da komme ich gerade her aus der, von der Sondersitzung des Sächsischen Landtages. Die AfD hat die einberufen, sie kann das mit ihrer Stärke und sie hat es deswegen getan, weil sie noch die Bilder brauchte, die zu der Protestaktion des gestrigen Tages im Deutschen Bundestag gehörten, sozusagen auch auf sächsischer Ebene brauchte. Sie wollte das Parlament auffordern, dass wir eine Normenkontrollklage gegen die gestrige Beschlussfassung des Gesetzes im Bundestag einreichen. Auch die Linke hat gestern dagegen gestimmt im Deutschen Bundestag und das ist auch richtig so, weil das Gesetz gibt der Bundesregierung Rechte, die eigentlich in die Hand des Parlaments gehören. Viele Entscheidungen hätten unter Parlamentsvorbehalt stehen müssen. Es ist aber ein Unterschied zwischen einer sachlichen Kritik, die heißt, wir wollen die Demokratie stärken und wir wollen die demokratische Mitbestimmung der gewählten Vertreterinnen und Vertreter des Volkes sozusagen in die Arbeit mit einbeziehen und wir wollen Entscheidungen auf die breite Basis des Parlaments stellen oder dass man eine Geschichte erzählt von das Grundgesetz wird ausgehebelt, wir stürzen in eine Diktatur oder ähnliches. Das ist das, was die AfD heute auch wieder versucht hat zu erklären, dass hier tatsächlich wir in einer Situation sind, in der das Grundgesetz nicht mehr gilt, in der eine Ermächtigung der Regierung weit, weit, weit über das Vertretbare hinausgeht und in dem sowieso alles eine große Weltverschwörung ist. Aber auch die Parlamentarier und da der kleine Link zum Ermächtigungsgesetz 1933, was ja immer gern herausgeholt wird, wer das vergleicht mit dem Ermächtigungsgesetz, dem muss man einfach mal sagen, damals konnten Parlamentarier ihre Arbeit nicht mehr machen. Das Gesetz hat dazu geführt, dass die Demokratie abgeschafft worden ist, die Parlamente nur noch zur Farce wurden. Das Gesetz hat dazu geführt, dass viele tausende Menschen in Konzentrationslagern, in Knäste, in Zuchthäuser gekommen sind. Wer glaubt, dass in einer heutigen Situation wir in derselben Situation sind, der verhöhnt die Opfer von damals. Das Ermächtigungsgesetz von 1933 und die heutigen sozusagen Gesetze zur Pandemie oder zum Infektionsschutz miteinander zu vergleichen, das ist tatsächlich eine bodenlose Frechheit gegenüber den Menschen, die heute hier aktiv sind, die heute hier leben. Aber es ist doch viel schlimmer, ein Herumtrampeln auf den Gräbern der Opfer des Nationalsozialismus, die letztlich durch das Ermächtigungsgesetz die Macht ergriffen haben und die Demokratie beiseite geschafft haben. Und deswegen verbietet es sich schon, diese beiden Gesetze miteinander zu vergleichen. Und wer das tut und wer dazu auch noch das Parlament missbraucht, der hat sich tatsächlich aus dem demokratischen Diskurs verabschiedet. Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landtages, sämtliche Abgeordneten mussten heute also nach Dresden fahren, damit die AfD ihre YouTube-Kanäle vollkriegt und ihre Social-Media-Kanäle damit füllen kann, dass sie ihre Filterblase mit etwas bedient, was es eigentlich nämlich nicht gibt, die große Weltverschwörung und das böse Ganze da oben und die AfD als der kleine Widerstandskämpfer, als das gallische Dorf. Nein, die AfD ist nicht das kleine gallische Dorf. Die AfD ist auch nicht der Widerstandskämpfer. Die AfD ist derjenige, der am Rande sitzt und sich dann freut, wenn sich zwei streiten, der davon profitiert, zu profitieren versucht, wenn andere versuchen, nach Lösungen zu suchen und mit einfachen Ideen, mit einfachen Lösungsvorschlägen versucht, die abzufischen, die vielleicht tatsächlich bewusst Angst haben. Für die Linke gilt, wir wollen weiterhin kritisch die Corona-Maßnahmen hinterfragen. Ganz viele Maßnahmen, die jetzt eingeleitet sind, sind tatsächlich Maßnahmen, wo ich denke, die halten einer Evaluierung, einer sinnvollen Evaluierung nicht stand. Ich habe das Beispiel schon immer gebracht, früh können Kinder in der Schule sein, aber Nachmittag nicht gemeinsam Handball spielen. Wir brauchen dafür langwierige Konzepte und wir brauchen dafür eine Idee, wie wir mit der Pandemie umgehen und wie wir dafür Sorge tragen, dass das zivilgesellschaftliche Leben hat. Was wir nicht brauchen, sind Menschen, die mehrere hundert Abgeordnete, über 100 Abgeordnete, mehrere hundert Mitarbeiter wahrscheinlich für viel Geld des Steuerzahlers nach Dresden rufen, weil ihre parlamentarischen Mehrheiten dafür ausreichen und dann mit einer kleinen Demo vor der Tür die Bilder produzieren, die sie in ihren Social-Media-Kanälen haben. Selten ist Parlamentarismus so missbraucht worden, selten ist Parlamentarismus so vorgeführt worden. Aber eins ist an dieser Stelle auch klar geworden. Bei aller Unterschiedlichkeit, die die demokratischen Parteien untereinander haben, bei aller Unterschiedlichkeit, wie wir zu den Corona-Schutzmaßnahmen stehen, bei aller Unterschiedlichkeit, wie wir davon ausgehen, dass die Regierung handeln oder das Parlament einbinden soll. Aber in einem waren sich heute, glaube ich, alle demokratischen Parteien gleich. Das, was die AfD veranstaltet hat,
Das ist etwas, was an den Grundwerten unserer demokratisch verfassten Ordnung rüttelt. Das ist etwas, bei dem wir ganz klar sagen müssen, so geht es nicht. Ein schlechter Antrag mit einem wirklich schlechten Inhalt, auch handwerklich richtig schlecht gemacht, weil die Aufforderung einer Normenkontrollklage in Sachsen ist ziemlich sinnfrei, weil die Bundestagsfraktion der AfD könnte diese Normenkontrollklage selbst stellen. Sie braucht dazu den Freistaat nicht, sie braucht dazu keinen Beschluss und sie braucht dazu auch gar keine Entscheidung über den Bundesrat. Wenn Sie das wirklich wollten, könnten Sie das tun. Also Sie tun das natürlich nicht, weil es nicht die Bilder produziert, die Sie gerne hätten. Und warum ich das Ganze nicht aus Dresden sende, das liegt einfach daran, dass als ich heute in Dresden ankam, bereits die Sitzung kurz vor war zu beginnen, ich noch einige Gespräche geführt habe, danach relativ schnell wieder nach Görlitz musste und dann festgestellt habe, als ich auf der Autobahn war, verdammt, ich wollte diesen Film noch drehen, so ehrlich bin ich. Deswegen habe ich ihn jetzt in Görlitz gedreht, nicht vor Dresdner Kulisse. Aber eins wird der Tag heute hängen bleiben. Ich habe mich heute noch nie als Parlamentarier in meinen ganzen Jahren, die ich jetzt in einem Parlament bin, noch nie von einer Fraktion so verarscht gefühlt wie heute von der AfD, so missbraucht gefühlt wie von der AfD. Und das steckt sozusagen tief drin und ich verzeihe das der AfD nicht, dass sie heute den Parlamentarismus, die Demokratie tatsächlich versucht hat, für ihre Mittel zu missbrauchen. Das sollten wir den Leuten auch ganz deutlich sagen. Wer eine Partei wie die AfD wählt, wählt eine Partei, die mit der Demokratie nichts zu tun hat.